Guten Morgen, meine lieben Zuckerschnuten und Schnütinnen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ralf und wir spielen zusammen LSPDFA. Und was sehen meine vertrockneten alten 36-jährigen Augen da? Einen neuen Skin. Und zwar von Team Baro aus Frankreich. Romuald, vielen herzlichen Dank dafür, dass du mir den gegeben hast. Exklusiv wird es auch bald auf GTA Mods zum Download geben. Den Link werde ich dann in die Videobeschreibung packen, sobald es soweit ist. Und nicht nur für Männer gibt es hier diesen neuen Skin. Nein, auch für die Mädels. Also falls da draußen ein paar Frauen... Guten Morgen, Kumpel, guten Morgen. Falls da draußen ein paar Frauen sind, die sagen, Mensch, Leute, ich hätte auch immer gerne so einen Skin gehabt und ich möchte auch Polizei spielen. Da ist es soweit. Hallo Jungs, jo, hier ist mein schönes Sprite reindrücken. So, hallo, Caroline, sei mal gegrüßt. Zeig mal meinen Zuschauern kurz die neue Uniform. Warte mal, da ist sie gar nicht, Caroline. Du heißt ja Maria. Warst du nicht noch gestern Abend, als wir unterwegs waren und du so viel getrunken hast? Caroline, warum hast du gelogen mit deinem Namen? Ich habe gedacht, wir haben da so eine Beziehung und... Mann, ey. Ach ja, gut. Dann zurück zum Job, Leute. Wir spielen heute LSPDFA, wie gesagt, mit neuen Skins. Das da bin ich, Officer Knallfinger. Wir werden uns jetzt mal dahin kurz meine Waffe holen und die ganze Ausrüstung. Kurzes Intro und Servus Charlie. Einmal bitte Pum Pum, Peng Peng und Handschellen. Intro ab und dann geht's los mit der Folge. Die Frage, die wir noch nicht geklärt haben, ist eigentlich eine ganz simple. Welches Fahrzeug nehmen wir denn heute? Und es gab wirklich viele Wünsche bezüglich des Menüs. Neuland Internet hat ja für mich auch sehr viele, also Neuland Internet ist der Name der Person, der für mich diese ganzen Fahrzeuge gemacht hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal das, was vor der Tür steht. Und es ist der Passat. Ne, warte, das ist nicht der Passat. Das ist der Wagen, das ist der Ailton. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Der steht da so schick rum. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Arteon. Polizei Hamburg. Schon wieder. Wir hatten ja gestern auch schon Polizei Hamburg. Lasst mal gucken. Hier der Passat. Der steht hier drüben sogar sehr oft. Ich glaube aber, wir sollten mal... Nehmen wir was Außergewöhnlicheres. Ich finde den Passat super schön. Nichts dagegen zu sagen. Aber ich glaube, wir nehmen mal ein Fahrzeug, was ich noch nicht so aufgenommen habe. McLaren ist ein bisschen übertrieben. Der Passat, den gibt es hier viermal. Seht ihr? Der Ranger. Ach Gott, eins meiner Lieblingsautos. Den Volvo... Den X... Volvo, der Contender nochmal. Ach, guck mal. Jesus fucking Christ. Das Ding ist ja, ja, nö, schön, dass ich den habe, aber nein, der wird da gleich mal wieder eingeparkt. Den wollen wir jetzt nicht wirklich nehmen. Warum ist denn eigentlich so riesig? Was ist denn der Contender? Ist es so eine Art Materialfahrzeug? Der ist ja auch riesig. Guckt euch mal an, wie hoch der ist. Irgendwie habe ich Bock, mit dem Passat zu fahren, Leute. Was soll's, oder? Was sagt ihr? Na, nicht schon wieder Passat, ne? Weiß ich doch. Schaltet ihr gleich weg? Nein, nichts der Passat. Es gibt auch die Zoll-Variante. Guck mal, die C. Guck mal. A-Klasse oder C-Klasse? Ach komm. Nehmen wir the motherfucking C-Klasse. Hat die ELS. Sie hat motherfucking ELS. Entschuldigt bitte diese Ausdrucksweise, ja? Ich weiß, Leute, ich weiß. Okay, was haben wir hier? Assist in Tracking Mode Pursuit. Okay. Der Helikopter scheint die Verfolgung aufgenommen zu haben. Ihr seht ihn. Und ich muss hier in der Nähe bleiben. Sieht so aus, als wäre der hier unter uns auf der Straße. Ich weiß selbst noch nicht, wo denn die Person ist. Die Zielperson, die gesucht wird. Deswegen fahre ich da erstmal eiskalt hinterher. Und versuche erstmal keinen Unfall zu bauen. Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Die Karre geht ja mal richtig ab, ey. Okay, warum ist das Auto hier gerade verschwunden? Man weiß es nicht. Der Helikopter-Kumpel... Having West. Okay, ich glaube... Gibt es eine Fahrzeugbeschreibung? Gibt es eine Fahrzeugbeschreibung? Ach Gott, wisst ihr was? Kann das sein, dass der da unten im Kanal ist? Kann das sein? Komme ich irgendwo hier rüber? Nee, ne? Oh no! Das war nicht gut, dieser U-Turn. Der war völlig bescheuert. Da habe ich gleich mal mein Auto kaputt gemacht. Vorsicht, bitte. Vorsicht bitte, ich muss... Okay, Richtung South... Ja, der muss da unten sein. Ganz ehrlich, wenn er nicht auf der Straße fährt. Okay, wir probieren es mal aus. Liebe die Gleise. Und jetzt passt auf.
Oh Gott, da runter. Okay, Action. Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Da vorne fliegt er ja. Ich fahre. Oh shit. Fahr über die Schienen, Leute. Zurück auf die Straße. Wow. Das ist knapp. Der ist schnell unterwegs da vorne. Ist ja nicht so, dass ich eine langsame Karre habe oder so, ne? Also ganz im Gegenteil. Zum Glück. Wow, 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 wow. Kommt der Zug erst jetzt. Also ihr seht schon selbst, dass der Hubschrauber auch schon seine Problemchen hat, da hinterher zu kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sirene ausmachen. Also ich sehe halt wirklich... Ah, da vorne, das müsste sein. Oder? Nein. Warum stehen hier die Autos schräg? Ich versuche noch immer rauszufinden... Okay, okay, okay. Ist es das schwarze Fahrzeug da vorne? Warte, jo, 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 jo. Der müsste sein, ja. You fucking piece of shit. Stop your vehicle, man. Der hat ein Problem mit seinem Reifen, ne? Raus aus dem Auto, runter auf den Boden, ganz langsam, da, ganz langsam, langsam, runter, runter, ganz ruhig. Füße stillhalten auf dem Boden. Ich mache mal kurz die Sirene von meinem Auto aus. Bisschen näher ran. Sehr gut, Leute. Good job, Mann. Auch hier oben die Kollegen im Helikopter. Super Arbeit. So, du Früchtchen. Komm mal mit, ey. Vorsicht bitte, der Busfahrer. Sie sehen ja hier die Polizei. Ja, hallo, stopp, halt, halt. Oh Gott, ey. So, einmal bitte auf die Knie, der. Ganz ruhig. Ich rufe jetzt mal ein paar Kollegen, die sie abholen werden. Sehr gut. Ah, Bus. Und das Fahrzeug lassen wir auch mal gleich abschleppen. Sehr schöner erster Einsatz. Haben wir gut gemacht. Ihr sagt ja auch manchmal, ich soll die Person selbstständig ins Gefängnis fahren. Ist mir aber meistens ein bisschen zu langweilig, ne? Komm mal, pass mal auf, jetzt wird er darüber transportiert. Nice, oder? Der ADAC, wie er es wieder regelt, ey. Wie auch immer er das geschafft hat. Aber ganz ehrlich, das Fahrzeug sieht doch mal richtig schick aus, oder? Mir gefallen auch hier die LEDs richtig gut in dem Benz hier. Die sind einfach schön. Das Blaue leuchtet schön kräftig. Auch die Rückleuchten. Nicht zu viel des Guten. Wir können mal ausprobieren, wie der bei Nacht aussieht. Aber nur um zu gucken. Weil es mich interessiert. Guck mal da vorne. Warte mal, ist das da vorne? Hä? Ist das der... Hat der eine andere Livery, sag mal? Ist das der... Nee, was ist das? Ein Lexus? Seit wann haben wir denn einen Lexus? Leute, wo kommt denn der Lexus her? Hallo? Wo kommt der Lexus her? Halt, stopp. Ah, Kumpel, da schaust du, ne? Aber mal ganz im Ernst. Wo kommt denn der Lexus her? Wie geil ist der denn? Herr Neuland Internet, haben Sie mir da was verschwiegen? Warum fährt hier ein Lexus rum und ich kenne den noch nicht? Was ein geiles Gerät. Ein GS350. Hype? Also den finde ich immer richtig schön. Okidoki. Wir haben eine neue Mission, Leute, den Lexus zu finden. Jetzt fahre ich mich aber gerade. Mal kurz hier die Lichter aus. Die Lichter, sehr schön. Die Warnblinker oder so, ihr wisst schon. Der müsste dann noch, aber ist das ein Add-on-Vehikel? Wisst ihr was? Bevor ich hier lang rumtue. Ey, Entschuldigung, Kumpel. Aber ich habe gehört, du musst aussteigen und... Ja gut, das war ein Versuch wert. Hätte sein können, dass der Typ jetzt aussteigt und wir Auto tauschen. Aber ein Lexus, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin überfragt. Habe ich das denn nicht gesehen? Da ist er, die A-Klasse. Da ist er! Da ist er! Da ist er, Leute. Ich habe nicht... Nice, wir fahren Lexus. Alter, wie geil der ist. Wie awesome. Und auch die LED oben. Knight Rider lässt grüßen. Hammerhart. Saugeil. Stehe ja voll drauf, Leute. Finde ich aber richtig gut. Also, wir haben aber ein US-Kennzeichen, aber ist trotzdem Schleswig-Holstein. Lass uns nicht täuschen. Boah, und wie der abgeht. Alles klar, Vollgas, Leute. Holy shit. Oh, guckt euch die Entscheidung unten rechts an. Holy shit. Wow, wow, wow. Habt ihr gerade gesehen, wie der von 180, wow, von 180 auf 300 gewechselt hat? Okay, wir müssen mal runter an den Flughafen. Shit, jetzt bin ich hier oben, ne? Jetzt bin ich hier oben. Bitte mal alle auf die Seite. Jetzt machen wir einen kleinen Stunt, oder? Habt ihr Bock? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Und? Stylomat, oder? So, jetzt hoffe ich, dass ich hier reinkomme. Aber wobei, wird, ganz ehrlich, wenn die Karre... Also, das hat jetzt wenig mit LSPDFA zu tun. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nur Bock, die Karre mal auszuprobieren. Wer das genauso sieht, lässt mir mal ein Like da. Es soll ja auch mal einfach nur Spaß machen. Unser heutiges... Wow! Hashtag für die Folge ist Lexus, Leute. Lexus. Und... Holy shit! Holy shit!
Nice. Oh Gott, das wird eine Dachlandung. Aber wie weit der fliegt? What the fuck? Guck dir das mal an. Wie so ein Baseball. Pew. Oh Gott, wir explodieren. Wir explodieren, Leute. Ich lande voll auf dem Dach. Rest in Pepperonis, Alter. Und. Yes. Wir haben es überlebt. Holy shit, Alter. Holy Macaroni, Alter. Das habe ich überlebt. Ich bin so stolz auf meine Karre. Wir reparieren die mal und dann gibt es gleich einen Speedtest hier auf dem Flughafen, okay? Aber wie geil war das denn, Leute? Dieses Fahrzeug, Leute, ist nicht für den Straßenverkehr tauglich. Das Ding geht ab wie Sau, ich sag's euch. Ich bin hier gerade ein bisschen rumgecruised und ihr seht selbst, das Handling ist aber absolut der Hammer. Seht ihr, wie der abgeht? So ein Biest, ey. So ein Biest, diese Karre. Einfach ein Biest, ey, ich sag's euch. Da kann man gar nichts sagen. Also dieses Fahrzeug ist mit eins der schnellsten, die ich seit langem gefahren bin. Und der Lexus macht einfach nur Laune. Ohne Scheiß, der macht richtig Laune. Auch mal ganz kurz von innen anzugucken. Hat gar nicht geschaut. Nicht schlecht, wirklich. Also hier auch vom Interieur, schön rotes Leder. Sieht ein bisschen aus wie Plastik Fantastik, aber das liegt wohl an meinem Shader. Aber wir wollten die Geschwindigkeit auschecken. Hat auch ein bisschen was vom Subaru Impreza hier, so, oder? Von vorne, wenn man so ein bisschen guckt. Also flüchtig guckt, ja. Natürlich... Weg mit dem Dreck. So, verlängerte Startbahn in 3, 2, 1 und achtet unten auf die Tachoanzeige, wie er gleich bei 180 hängt, wie ein Verrückter. Pass auf. Und jetzt, pass auf, 180. Und jetzt sind wir 300, jetzt 200. Kriegen wir 240 hin, was soll ich mit dem Drehzahlmesser, ich habe keine Ahnung. Wir kriegen knapp unter 240 und ich muss bremsen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut, die Karre. Hier fahren wir wieder raus. Natürlich machen wir das Ganze hier aus. Aber echt unglaublich von der Geschwindigkeit her. Wahnsinn. Also ich kann mich gar nicht beschweren. So, dieses Fahrzeug ist aber wieder ein Traum. Macht richtig Bock so. Suspect Vehicle? Warum haben wir denn auf dem Los Santos Airport hier ein... Was? Ist ja auch schön, dass ich gleich da bin. Halt, stopp, seht ihr vorne mal sofort anhalten. Was ist hier los? Halt. Holy shit, alles klar. Schatz feiert. Einmal oder hier. Sofort Helikopter. Wo ist mein Helikopter, wenn ich ihn brauche? Achso, wir haben keine Verfolgungsjagd. Leute, das machen wir. Abknallen, ne? Was für eine Frage. Gefechtspistole raus. Ah, guck mal, wie langsam jetzt, also, wie jetzt auf einmal so tut, als wäre gar nicht der Böse, ne? Ordentlich mal die Reifen wegballern, wir sind ja nicht im Wilden Westen. Aber wie aggro der auf einmal war, ne? Oh, ich habe sogar einen Treffer abbekommen. Ich glaube, ich musste mal ganz krass rammen. Halt, stopp! Holy shit! Wie bin ich denn jetzt aus dem Auto geflogen? Alter, warum ist denn, was ist das für eine lahme Verfolgungsjagd hier, so, Leute? Wie bin ich denn gerade aus dem, ist meine Windschutzscheibe weg? Anschnallen, ich hätte mich mal anschnallen sollen, ne? Oder kann das sein? Bin ich angeschnallt. Meine Karre ist schon wieder Schrott. Super. So. Daher können Sie jetzt mal bitte anhalten, ja? Ich habe hier eine Knarre und so. Was ist denn der so gechillt auf einmal, sag mal? Warum schießt denn der gar nicht mehr? Was hast du denn vielleicht hin? Wer hat denn auf mich geschossen? Ich blicke gar nichts mehr langsam. Versteht ihr noch irgendwas? Warum schießt... Habe ich den getötet, den Beifahrer geschossen hat? Und der fährt jetzt nochmal blöd durch die Gegend? I don't know, Alter. Bleib doch jetzt mal bitte stehen, ey. Keine... Nimm die scheiß MP in die Hand. Ganz langsam raus aus dem Auto. Nein. Alter, hast du mich... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Runter auf dem Boden mit dir. Alles klar. Leute, wie konnte der denn... Wer hat denn auf mich geschossen? Hab ich irgendwas verpasst, sag mal? So, John Boy, du kommst mal hier mit. Rein in meine Karre. Jetzt haben wir auch ein schönes Auto, wo wir reinsitzen können, ne? Der hat mich ja beschossen, den nehme ich schon persönlich mit dann. So, rein mit dir in die Karre. Tür zu. Ich hoffe, dem geht's gut da drin. Und jetzt gucken wir mal. Nee, nicht reden. Ich werde jetzt nochmal kurz hier bei dem Fahrzeug die Türen öffnen. Weil mich das echt interessiert, ob es da hinten noch was drin ist. Und zwar über Vehicle Options und dann Doors and Windows. Und dann soll es eigentlich hier Open Trunk? Nein.
Was haben wir hier? Open right, right rear, left rear. Da ist einfach nichts drin. Da ist einfach nichts drin, Leute. Der Typ hat mich beschossen, ist dann weitergefahren, als wäre nichts gewesen. Also so einen Einsatz hatte ich auch noch nicht. Wir überprüfen nochmal das Fahrzeug kurz. Plate check. Der Typ sitzt noch hier schön drin im Lexus, ne? Fühlt sich wohl da drin. Ah, Plate check, kommt er nicht an oder habe ich was falsch gemacht? Ganz kurz mal schauen, ob bei meinen Einstellungen die Notifications wieder aus sind. Das passiert mir leider so oft. Benachrichtigung an. Irgendwie kriege ich über dieses Kennzeichen keinen Plate-Check gerade. Oder ich stand aber noch falsch. Warten wir nochmal kurz. Zentrale 81 DRT 289 bitte. Kommen, hört, macht mal was. Ach, abschleppen, was soll's. Ich finde es auch geil, dass ich immer irgendwelche Funksprüche durchgehe, aber kein Sound mehr kommt. Also, fragt mir nicht, was ich da falsch gemacht habe. If you want to attach the vehicle yourself, get in now. Okay, ich probiere es mal. Holy shit, was ist denn jetzt passiert? Drive the vehicle behind the truck, okay. Leute, wir... Oh, achso, stimmt, ich habe die Reifen zerschossen. Wir werden ihn jetzt selbstständig anhängen. Oh, das wird ein guter Job, das sehe ich jetzt schon. Das wird richtig gut, was ich hier mache. So, und? Und? Perfekt, Mann. Alles klar, sei vorsichtig, Mann. Ja? Ist aber auch ganz geil, ne? Dieser Wagen. Hier, guck mal, der Typ, Mann, wie er da drin, hier drin sitzt, als wäre der Boss, Mann. ADAC Pannhilfe, Notruf. 24/7 im Einsatz. Da rollt er dahin. Oh, ist unser Lexus. Bin schon vor lauter Party vorbeigelaufen. So. Den Einsatz können wir dann auch somit beenden. End Call. Na. Ich finde es auch geil, wie der zwei LEDs hat. Also auch unter den, habt ihr gesehen, unter dem Rückspiegel. So. Prison Route hätte ich gerne. Ihr seht, auf der Karte sind einige so Gefängniszellen angezeigt. Ich denke aber, hier im Flughafen gibt es auch eine. Ey, diese Karre macht so Spaß zu fahren. Wow, Vorsicht. 25 Miles Power, ja, danke schön. Oh. Haben die Kollegen über uns hier irgendwie einen Einsatz? Vielleicht können wir die unterstützen. Kommt er hier runter? Nee. Oder? Ach komm, wir fahren mal hoch, Leute. Wir fahren mal hoch und gucken, was da oben los ist. Okay, ich habe doch gerade aber hier eine Sirene gehört. Das muss doch hier oben gewesen sein, oder? Täusche ich mich. Das muss doch hier oben gewesen sein, oder ist er jetzt weg? Die wollen mich doch verarschen. Also, ihr habt, also Leute, ihr habt das doch auch gehört, oder? Ihr habt doch auch gehört, dass hier oben gerade eine Sirene war. Mit dem Polizeieinsatz. Wo sollen die sonst gewesen sein? Es gab doch keine andere Straße in der Nähe, das habt ihr doch genau gehört. Aber ey, wie die Karre abgeht hier. Naja, auf jeden Fall kommt er ziemlich schnell in sein Gefängnis, kann ich euch sagen. So schnell war der gleich noch nie im Knast. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht die falsche Strecke fahren, weil ich glaube, hier müssen wir rein. So, ich hoffe, ich kann ihn jetzt abliefern. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier der richtige Spot ist. Ah ja, perfekt, super, hey. Richtig schön. So, dann wird der Gefangene jetzt eben von dem Kollegen abtransportiert. Ich glaube, der hat noch einen Skin von den Gefängniswärtern, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind soweit fertig. Das war die heutige Folge LSPDFA, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Samstag. Ich habe auch heute Morgen noch eine Folge LSAD hochgeladen. Da bin ich Paramedic gewesen und habe Leuten das Leben gerettet. Wenn ihr es cool fandet, lasst doch bitte ein Like da. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir 2000 Likes knacken. Hatte ich schon lange nicht mehr und wer jetzt so ein bisschen Zeit und Lust hat, weiterzugucken, kann es gerne tun. In der Endcard habe ich nochmal zwei Videos verlinkt. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Daumen hoch für den Lexus, Daumen hoch für euch, dass ihr eine geile Community seid und Daumen hoch für alle auf YouTube, weil das ist einfach wichtig. Tut's einfach, kostet euch nichts. Dankeschön fürs Reingucken, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.